Da ich die letzten Tage ohne Internet auskommen musste, habe ich mal genug Zeit gehabt, ein etwas älteres Spiel durchzuspielen. Mal wieder zeigt sich, dass man ohne Internet produktiver ist, denn nun habe ich es geschafft, das schon etwas ältere Spiel Tomb Raider am Stück durchzuspielen. Dafür habe ich in etwa 10 Stunden gebraucht. Die Geschichte in Tomb Raider ist eigentlich eher durchschnittlich. Als junge Lara Croft begibt man sich mit seinem Forscherteam zur Insel von Yamatai. Die Insel ist aber natürlich verflucht und hindert die Schiffbrüchigen daran, die Insel wieder zu verlassen. Wie praktisch, dass wir in unserem Team eine der letzten Nachkommen der Yamatai haben, mit der wir alles wieder gerade biegen könnten. Das ist wirklich kein großer Spoiler. Diese Infos werden innerhalb der ersten 30 Minuten alle gegeben. Leider gibt es auch keine Plot-Twists. Jegliche Handlung ist vorhersehbar und nur unsere Lara scheint sich selbst nicht wirklich für die Geschichte zu interessieren, denn sie ist stets die Letzte, die versteht, was gerade los ist. Dabei hatte das Team doch so engagierte Autoren. Die Tochter von Terry Pratchett soll an der Geschichte gesessen haben. Leider kamen hier schon bei der Schwarzwaldklinik bessere Wendungen. Misha, haben Sie die Akten geholt? Nein, ich... Er ist von einem Löwen angefallen worden. Achso, er ist von einem Löwen angefallen. Wann und wo soll das gewesen sein? Na eben, bei Ihnen im Garten. Was? In meinem Garten? Natürlich. In meinem Garten wimmelt's ja von Löwen. Ja, ich habe ihn auch gesehen. Er lag neben der Telefonzelle, als ich mit der Polizei telefonierte. Wobei die Story eigentlich schon fast von Anfang an eine Stimmung vermittelt, als würde es jetzt ins Finale gehen. Leider kann ich der Story hier nicht mehr als 4 Punkte geben. Vielleicht setzt man nächstes Mal ein paar bessere Schreiber an die Geschichte, damit die Wendungen nicht nur für Lara überraschend sind. In der Atmosphäre hat das Spiel hier hingegen wirklich begeistern können. Es beginnt natürlich bei der großen Welt, die überall die Möglichkeit bietet, Gräber zu erforschen, Dokumente zu finden und kleine Mini-Quests zu absolvieren. Leider sind jegliche Nebenquests nur Sammelquests. Das hätte man vielleicht ein klein wenig mit Abwechslung mit ins Spiel bringen können. Die Welt ist detailliert gemacht, an jeder Ecke gibt es etwas zu finden und während der Kampagne sogar den einen oder anderen Moment, wo man auch ins Staunen kommt. Außerdem gefiel mir das wechselnde Charaktermodell von Lara, das die Kleidung immer stärker zerrissen hat, je länger man schon auf der Insel herumgekraxelt ist. Auch die verschiedenen Wetter tragen sehr zur Atmosphäre bei. Anders hingegen der Sonnenkult, welcher anscheinend nur 3 Stimmen nutzt und man damit jedes Mal das Gefühl hat, man würde wieder den gleichen Gegnern gegenüberstehen. Was durch ihr gleiches Aussehen auch nicht unbedingt gefördert wird. Doch alles in allem bin ich in der Atmosphäre doch sehr positiv überrascht. Unter anderem könnte es aber auch daran liegen, dass Lara Croft von der absolut tollsten deutschen Schauspielerin gesprochen wird. Ich liebe ihre Stimme und zum Charakter passt sie richtig gut. Und ja, ich sehe schon die ersten Kommentare. Snorri ist verliebt, Snorri ist verliebt. Aber Nora Tschirner ist nun mal auch wirklich optimal hier. Daher gibt es in der Atmosphäre ganze 9 von 10 Punkte. Damit kommen wir zum Gameplay. Das Spiel wechselt sich sehr gut ab zwischen Erkundungspassagen, in denen man einfach Sachen suchen oder auch jagen gehen kann, Kampfphasen, Rätselphasen und Fluchtphasen. Damit bietet es sehr viel Abwechslung und man kommt nicht so schnell in den "Wann ist es endlich zu Ende?" Trott. Die Erkundungsphasen sind sehr gut ausgearbeitet. Man sieht immer irgendwelche Passagen oder Pfade, die man erkunden möchte, um weiterhin zu looten und leveln. In den Kampfphasen gibt es meistens die Möglichkeit, auch leise die Gegner auszuschalten, um so keinen Alarm auszulösen. In den späteren Leveln wird das jedoch immer schwerer, da man viele Gegner nicht mehr einfach mit einem Pfeil ausschalten kann. Die Rätselphasen sind fast nur freiwillig, da man auf diese meist in den geheimen Gräbern stößt. Tatsächlich muss man manchmal hier etwas länger herumschauen, bis man die Rätsel ganz geknackt hat. In den Fluchtphasen hingegen findet man sich meist auf einem wilden Trip über einstürzende Gebäude oder durch Tunnelpassagen wieder, in denen man schnell die Hindernisse zerschießen und möglichst alles Gefährliche vermeiden sollte. Glücklicherweise sind die Safe-Punkte aber sehr human gesetzt. Doch auch das Spiel hat seine QTE-Momente, was in den letzten Jahren leider immer stärker um sich greift. Da es hier jedoch nur an ein paar Stellen passiert, werde ich mal ein Auge zudrücken. Damit bekommt das Spiel hier 10 von 10 Punkte. Die Langzeitmotivation in diesem Spiel ist leider nicht so hoch wie erhofft. Man bleibt zwar an der Story dran und schaut später noch einmal rein, was man noch so finden könnte, aber lange hält es einen nicht. Alles in allem hat man hier vielleicht eine Spielzeit von etwa 12 Stunden zu erwarten. Daher gebe ich hier nur 6 von 10 Punkte. Kommen wir nun zur Grafik.
Das Spiel ist jetzt bereits 2 Jahre alt, daher werde ich da etwas Rücksicht nehmen. Die Figuren selbst sehen ganz gut aus, wenn auch die Haare oft etwas komisch wirken und die Kleidung manchmal etwas künstlich aussieht. Dafür gewinnt das Spiel durch die Lichtverhältnisse sehr an Charme und beispielsweise die Leuchtturmszene weiß immer noch zu begeistern. Wenn man keine 4K-Texturen erwartet, ist das Spiel auf jeden Fall ein Hingucker. Daher gebe ich 4 von 5 Punkte. Kommen wir nun noch einmal zu meiner persönlichen Meinung. Für mich war dieser Teil der erste Tomb Raider, den ich wirklich von Anfang bis Ende durchgespielt habe. Ich glaube, der Reihe steht dieser neue Anstrich ganz gut. Außerdem, hey, sie wird von Nora Tschirner gesprochen, was will man mehr? Hier gibt es nochmal 4 von 5 Punkte. Insgesamt sind wir nun bei einer Punktzahl von 37 von 50 Punkten. Das macht eine Wertung von 7,4 von 10 Punkten. Definitiv einen Blick wert, wenn man mit dem Story-Manko leben kann. Vielen Dank.